Leute, heute ist mein 24. Geburtstag und ich dachte mir, dass ich heute mal spontan ein Video für euch drehe. Und ich habe ja bereits versprochen, dass ich einen Daily Vlog machen will. Deswegen dachte ich mir, dass ich heute mal so spontan ein Video raushaue. Ihr habt ja jetzt schon ein paar Ausschnitte gesehen. Ihr werdet nachher noch so ein paar Outtakes sehen, weil ich einfach heute total spontan und locker meinen chaotischen Tag für euch filmen möchte. Wie findet ihr mein Make-up? Ich habe mich jetzt heute mal für Rot entschieden. Es hat irgendwie sowas Frühlinghaftes und ich finde, es steht mir eigentlich ganz gut. So mit dem Blau, das habe ich mir jetzt neulich aus dem TK Maxx gekauft und ich finde das einfach so lazy und cozy. Und ich habe jetzt auch noch diese neue Kette. Da gehen wir jetzt heute auch noch hin. Da steht mein Sternzeichen. Und ja, wie findet ihr so mein Outfit? Ich habe jetzt halt noch, jetzt spaßhalber, mal noch so eine Krone zugelegt. Ich fand das eigentlich ganz nice als kleinen Gag. Schreibt mir doch in die Kommentare, was ihr davon haltet. Bis gleich! Und jetzt zeige ich euch mal so ein bisschen, was ich heute so alles machen werde. Later. AGC, cozy me in the house. Woo! Und damit willkommen zurück zu Teil 2 von meinem B-Day-Vlog. Falls dir der heutige Vlog gefällt, dann lass doch bitte gerne ein Abo, einen Daumen nach oben oder einen Kommentar da. Würde mich riesig freuen. Und heute möchte ich euch so ein bisschen erzählen, was habe ich eigentlich den ganzen Tag getrieben? Was habe ich heute gemacht? Tja, es war heute ein sehr spezieller Geburtstag der etwas anderen Art, wenn man das so sagen kann. Ich war heute den ganzen Tag in einem Einkaufscenter. Tatsächlich denken sich die meisten, das ist tatsächlich eine Art, seinen Geburtstag zu feiern. Yep. Denn um genauer zu sein, hatte ich gestern schon per Post 3 Gutscheine bekommen. Habe jetzt gerade 5 gezeigt. Also ich habe gestern 3 Gutscheine bekommen. Und heute via Mail noch gefühlt 10 oder 20 Stück und dann war für mich schon klar, hey, du musst die doch irgendwann einlösen. Und wann hat man Zeit für? Heute habe ich tatsächlich mal frei und dann dachte ich mir, damn, heute gehst du mal so richtig shoppen. Und Leute,
Das ist einer der besten B-Days ever. Also ich habe mich noch nie so prächtig amüsiert. Und ihr seht, einen Tag im Shopping Center, was kommt dabei raus? Ja, völlig neuer Look, leeres Portemonnaie, obwohl mein Portemonnaie jetzt eigentlich gar nicht so leer ist. Aber ja, heute war tatsächlich ein sehr langer, spannender und aufregender Tag. Und ich möchte jetzt heute so ein bisschen von erzählen. Vielleicht fragt ihr euch, wie kamst du jetzt gerade auf dieses Outfit und warum gerade dieses Outfit? Ich habe euch ja bereits gesagt, dass ich vorhabe, ins Disneyland zu fahren. Wann? Das weiß ich jetzt noch nicht genau, aber das steht auf jeden Fall fest. Und wenn es halt dieses Jahr noch wäre, da hätte ich auch nichts gegen, ganz ehrlich. Und dann dachte ich mir nur so, was ziehst du an, wenn du Manhattan essen gehst? Manhattan ist ja das neue Restaurant, was es ja im Marvel Hotel gibt. Und ich muss mich ja so ein bisschen anpassen. Dann dachte ich mir nur so, du brauchst ein neues Outfit, Girl. Du brauchst ein neues Outfit. Und was habe ich dann gemacht? Ich war jetzt heute so ein bisschen shoppen in dem einen oder anderen Laden. Ich war im TK Maxx, ich war im New Yorker, ich war bei Bijou. Und was habe ich jetzt zusammengemixt? Ein richtig cooles Outfit. Es ist nicht elegant genug, es ist halt nicht zu ausgelassen, es ist aber auch nicht zu schick. Es ist einfach perfekt. Es ist bequem, es sieht gut aus, es passt farblich und es ist voll mein Style. Und ich zeige euch jetzt so ein bisschen, aus was ich das Outfit zusammengestellt habe. Wir haben hier erstmal diesen coolen Hat aus dem TK Maxx. Dann haben wir hier noch diese richtig coole Brille aus dem New Yorker. Und natürlich auch noch dieses coole Shirt aus dem New Yorker. Ich weiß jetzt nicht, ob es die neue Kollektion ist. Ich war jetzt heute nur so spontan im New Yorker und dachte mir, soll ich jetzt da rein? Und dann dachte ich mir, komm, du hast heute Geburtstag, mach doch einfach, was du willst. Ich war schon in 70 Läden, aber egal, wir gehen jetzt auch noch in den 71. Und was war da? Sofort das. Und dann dachte ich mir so, OMG, Liebe auf den ersten Blick. Und ich meine, es war ja jetzt nicht mal irgendwo in einem Regal, sondern ich musste das wirklich suchen. In so einem richtig, richtig großen Kleiderhaufen. Und dann war ich in der Umkleide und habe nur noch zwei Stück, die zwei letzten Stück in meiner Größe gefunden, Leute. Und was habe ich dann gemacht? Es war im Sale. Es war im Sale. Und dann, nein, ich muss es sofort haben. Ich habe es anprobiert und es war einfach Liebe auf den ersten Blick. Es stand mir so gut und Leute, wir haben hier die goldene Aufschrift. Wir haben eine Unterschrift. Wir haben einen Print. Wir haben das richtig coole, moderne Mini-Design. Und es musste einfach mit. Ich habe sage und schreibe weniger als 30 Euro für bezahlt. Für zwei Stück. Inklusive meiner Brille. Seht sie euch an. Richtig coole Brille. Die gab es auch im New Yorker und die sieht einfach so toll aus. Ich meine, ihr seht schon, die goldenen Akzente wiederholen sich. Dann haben wir hier auch noch dieses goldene Band. Und natürlich auch noch mein neues Armband aus der Lux Collection von Joop. Das ist ja meine absolute Lieblingskollektion, Leute. Bitte fragt mich nicht, wie viele ich von habe. Also ich habe tatsächlich mehr als 5 Teile von der Kollektion und ich werde noch an dieser Kollektion pleite gehen, aber ich konnte einfach nicht widerstehen. Es sieht einfach so cool aus, was haltet ihr von? Schreibt es in die Kommentare, also ich liebe dieses Outfit, Leute. Es passt einfach so gut zusammen, wir haben diesen coolen Hut, wir haben diese stylische Brille, so Marvel-Design, ist so voll Batman-mäßig. Dann haben wir dieses richtig coole glitzernde Armband. Und natürlich auch noch dieses tolle Shirt, das passt einfach alles so gut zusammen. Ich konnte nicht anders. Ja, und so kam es dazu, dass ich mir dachte, wenn du in Manhattan bist, dann auf jeden Fall nur, wenn du so aussiehst. Ja, was habe ich mir noch so gekauft? Ich war natürlich auch im Primark, habt ihr ja bereits gesehen. Ich war im Primark und ich muss sagen, ich habe jetzt dieses Mal am allerwenigsten dort eingekauft. Also tatsächlich war das bisher das erste Mal, dass ich mir nur eine Sache gekauft habe. Das ist ein Rekord, Leute, ne? Also normalerweise kaufe ich mir im Primark, ja, ab und an einen Notizblock. Kaufe ich mir noch, keine Ahnung, eine Vase, einen Kissenbezug, irgendwas. Also manchmal habe ich jetzt da so 5 oder 6 Teile im Warenkorb und heute hatte ich nur 1. Ist halt relativ wenig für Cosimi-Verhältnisse, aber das geht voll klar, denn ich habe mir ein richtig cooles Teil gegönnt. Und zwar diese Kosmetiktasche.
Wir haben auf der einen Seite Mickey und auf der anderen Seite Mini-Print. Und ich finde, die sieht richtig stylisch aus. Ist nicht so auffällig. Wir haben hier so ein bisschen Glitter. Und dann haben wir hier drin noch einen Kulturbeutel. Also ist voll mein Ding. Wenn ihr jetzt im Disneyland seid oder so, einfach mega praktisch. Ich weiß jetzt nicht, ob es sie in jedem Primark gibt. Aber da, wo ich jetzt heute war, hatte ich nochmal Glück gehabt. Ja, das war tatsächlich alles, was ich mir heute gekauft habe. Aber das ist nicht alles, was ich mir zu meinem Geburtstag gekauft habe. Weil das ist jetzt einfach das, was ich mir heute live gekauft habe. Ich habe natürlich auch was bestellt. Und zwar habe ich meiner schönen Showcase Collection ein neues Stück gegönnt. Und was das genau ist, das erfahrt ihr in einem meiner nächsten Videos. Ihr wollt wissen, um was es geht, dann schreibt bitte gerne in die Kommentare, hättet ihr Interesse dran, meine Disney Showcase Collection zu sehen? Das ist so eine kleine Mystery Collection, die ich habe. Ich möchte das jetzt nicht immer so breit treten, weil ich jetzt nicht weiß, seid ihr jetzt Disney-Fans oder nicht? Wie wirkt das so auf euch? Deswegen schreibt es bitte in die Kommentare, Leute, wenn ihr Interesse habt, meine Disney Showcase Collection zu sehen. Die ist jetzt halt nicht so massive, aber es geht. Also ich habe jetzt da schon so das ein oder andere gekauft. Und wenn ihr Interesse habt, das zu sehen, dann schreibt bitte in die Kommentare, keine Ahnung, Hashtag Disney Showcase Collection oder denkt euch ein Hashtag aus oder schreibt einfach irgendwie einen Kommentar, damit ich weiß, dass ihr auf jeden Fall Interesse für habt. Ich werde wahrscheinlich eh ein Video zu machen. Ihr wisst ja, dass Disney ein Hobby ist von mir. Aber ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr sogar Interesse dran habt, weil dann weiß ich, dass das Video dann umso mehr Effekt hat. Um es jetzt mal so zu formulieren. Ich meine, es ist ein Unterschied, ob ich jetzt ein Video mache mit etwas, worauf ihr voll gehypt seid, oder nur ein Video mache, wo ihr sagt, ja, das ist interessant. Ja, das ist halt immer so eine Sache. Aber ihr wisst, was ich meine. Ja, zu meinem Tag, wie gesagt, ich habe mir jetzt heute eine Pizza reingepfiffen. Das ist jetzt ehrlich gesagt nicht allzu lange her. Ich habe ein cooles neues Outfit. Ich habe heute den Kopf frei bekommen, hatte richtig viel Spaß gehabt und muss sagen, dass das echt so eine Art von Geburtstag war, die ich bisher noch nicht hatte. Einfach mal die Autoschlüssel holen, irgendwo random hinfahren, in eine riesige Shopping-Mall, den ganzen Tag stundenlang dort bleiben, einfach mal sich umsehen, sich neue Sachen kaufen, einfach mal so einen richtig schönen, traumhaften Shopping-Tag. Was haltet ihr von? Habt ihr das jetzt auch mal an eurem Geburtstag gemacht? Habt ihr jetzt auch bald Geburtstag? Das würde mich auch interessieren. Schreibt doch bitte in die Kommentare, habt ihr Geburtstag? Also ich habe heute am 28. April Geburtstag. Das ist für mich immer ein ganz besonderer Tag, ist ja klar. Euer Geburtstag ist ja auch etwas Besonderes. Und ich wollte heute einfach mal was anderes machen. Im Laufe der Woche bin ich ja immer unterwegs. Da habe ich ja immer zu tun. Und heute habe ich mal ausnahmsweise frei gehabt. Genau an dem Tag, wo ich Geburtstag habe. Und B-Day gleich Shopping-Day. Ich habe es mal ausprobiert und ich kann jedem nur empfehlen und ans Herz legen, wenn du Geburtstag hast und du hast jetzt irgendwie nicht eine mega krasse, geile, mega Party geplant oder irgendwie was anderes, geh einfach shoppen, geh ins Kino. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Ich hätte jetzt heute auch im Park ein Picknick machen können. Oder keine Ahnung, auf einem Lama reiten können oder so. Aber ich bin jetzt heute mal shoppen gegangen. Das war für mich am naheliegendsten. Einfach, weil ich frei hatte. Und weil ich mir nur so dachte, hey, ich will jetzt mal was Neues machen. Ich wollte heute in den Primark. Ich wollte heute mal schauen, was es im Primark gibt. Ich wollte heute mal durch die Läden gehen, ein bisschen bummeln. Und tatsächlich habe ich wieder meine aufstrebende Liebe für New Yorker entdeckt. Ja, ich liebe diesen Laden. Leute, ich war da seit 8 Jahren nicht mehr. Und dann dachte ich mir mal, als ich da vorbeigegangen bin, sollte ich jetzt gehen oder nicht? Weil hier, wo ich wohne, gibt es sehr, sehr viele New Yorker. Deswegen ist es schwer, da eine Auswahl zu treffen. Aber dann dachte ich mir, komm, lass gehen. Und tatsächlich habe ich diese Entscheidung nicht bereut. Ich bin mega zufrieden. Ich glaube, man sieht es mir auch an. Ich wollte euch jetzt im zweiten Teil noch so ein bisschen mein Outfit zeigen und euch einfach erzählen, was ich heute so gemacht hatte.
Ich hatte Riesenspaß und wenn ihr selbst noch eine Idee braucht oder ihr wollt jetzt mal entspannen, chillen oder abschalten, dann solltet ihr das auf jeden Fall so machen. Ich finde, das geht immer. Shopping-Trip, ich habe jetzt schon... wie lange war ich jetzt nicht mehr shoppen? Leute, ich glaube, seit ein, zwei Monaten war ich nicht mehr so richtig shoppen und dann heute an seinem Geburtstag den ganzen Tag in der Shopping-Mall verbringen. Sieht man auch nicht alle Tage. Es war mal was anderes. Ich bin froh, dass ich das mal ausprobiert habe. Ich war gar nicht gestresst. Es ist mal eine völlig neue Erfahrung. Und vielleicht konnte ich euch jetzt auch auf die Idee bringen, vielleicht auch mal sowas in der Richtung an eurem Geburtstag zu machen. Also ich kann es nur empfehlen. Ansonsten hoffe ich, dass euch mein heutiges Video gefallen hat. Falls es neue Disneyland-Updates gibt, ansonsten halt Let's Plays. Die werdet ihr auch jetzt zu Genüge auf meinem Kanal sehen. Ich hoffe natürlich, dass ich euch heute mit meinem Vlog in gute Laune-Stimmung versetzen konnte. Wenn dem so ist, dann schreibt bitte gerne Kommentare. Ihr wisst ja, Kommentare sind für mich das A und O. Ich lese immer, ich antworte immer und das gehört für mich einfach so dazu. Ich arbeite jetzt so sehr und so lang an unserer neuen Community-Page und es ist einfach für mich so ein Herzensprojekt. Deswegen danke an jeden, der mich supportet. Danke, dass ihr mit dabei seid. Danke, dass ihr immer so fleißig mit dabei seid bei den Let's Plays. Ich wollte heute mal was anderes machen und mich würde es natürlich interessieren, ob es euch gefallen hat. Lasst bitte gerne ein Abo da. Ich würde mich riesig über dein Feedback freuen. Ansonsten danke, dass du Teil der Cozy Me Community bist. Ich wünsche dir eine richtig gute Woche und bis zum nächsten Mal. Oh Mann, der war nicht gut, ne? Also bitte lass doch gerne einen Daumen nach oben da. Leave some thumbs up, please. Cheers. Auch wenn ich jetzt gerade nichts zu trinken habe. Dann bleiben wir mal bei Peace. Ist das Ding an? Okay. Wir sind gerade in der Aufnahme, tut mir leid. Ich habe es schon wieder versaut. Schnitt!